Weil der hatte so schöne Anzüge an. Zum Beispiel. Weißt du, wer auch schöne Anzüge anhatte? Hitler. Kani, Kani. Jetzt kann ich den nicht mehr hören beim Zwiebelmarkt. Nee. Ja. Die Chance ist vertan. Schade. Der Gott hat ihn schon vor dem Zwiebelmarkt in den Himmel hochgeholt. Wenn das mal nicht die Nachricht der Woche ist, die wirklich alle Menschen hier richtig in Atem hält. Ja. Weimar hat eine Legende verloren. Das Internet ist schon online gegangen, hat gesagt, F. Ja. Kani ist tot. Press F to pay respects. Ein Original, was gegangen ist. Wer war das eigentlich? Kani? Hm. Ja, Musiker. Ach so. Oder Kanye West. Nee, der leider nicht, der will ja jetzt auch nicht mehr so heißen. Aber Kanye West, der ist ja in demselben Dunstkreis wie andere Leute. Nur mal so schon mal in den Raum reingefragt. Kennst du den Song Yummy von Justin Bieber? Yummy? Yummy, yummy. Nee. Ja, gut. Ich kenne von dem sehr wenig. 4 Jahre alt. Auch dieses Alter wird mal relevant. Kommen wir später zu. Okay. Ja, hi. Na? Wie ist es? Oder war Kanye auch vielleicht auf den P. Diddy-Partys angekommen? Aha, jetzt hast du direkt die Lunte gerochen. Ja. Also Kanye, ja, wir sind noch gar nicht hier offiziell drin, aber Kanye ist gestorben. Wir müssen damit ganz schnell rauskommen. Der war um die 70 oder so. Ja, guck mal, wir haben ja hier sogar 80. Der sah aber fit aus, Baby. Sah aus wie 20, ne, Baby. Ja, guck mal hier, jetzt haben wir sogar ein Video, können wir sogar mal einen Kanye reinhalten, du. Hab's vergessen, Alter. Der Kanye hat seinen Kanye auch bestimmt in einige Babys reingehalten. Wir wollen ja keinen Slander machen. Der hat Frauen immer Baby genannt. Nicht nur Frauen, auch Männer teilweise. Ach so, also das habe ich nie mitbekommen. Man sieht ihn ja, oder jetzt nicht mehr, aber man sah ihn ja in der Stadt hin und wieder. Und da habe ich das schon mal gehört. Ja, Baby, Baby. Ich kenne zuverlässige Quellen, die in irgendwelchen Cafés arbeiten, die er öfter frequentierte. Der hat ja auch die Männer teilweise, die wenigen Männer, die da geworkt haben, auch Baby genannt. Hm. Was auch irgendwie witzig war. Man dachte erst, oh... Bis es eine P. Diddy-Party ist, ne? Man dachte erst, oh, ein bisschen übergriffig, aber dann hat er auch angefangen, auch den männlichen Kollegen Baby zu nennen. Das war irgendwie wieder witzig. Mhm. Aber ja, für alle Menschen, die sich wundern, wir haben bei YouTube ein Bild tatsächlich. Das heißt, wir können auch Sachen jetzt die Kamera halten, nicht mal nur ins Mikrofon reinhalten, wo ihr es eh nicht hören könnt. Und die große Rock'n'Roll-Legende Weimars ist gestorben. Das ist Alter. Die Breaking News für alle Menschen, die Weimar besser kennenlernen wollen oder auch die in zu Weimar spät leben. Jetzt. Oder auch die Weimar leben und den Brennpunkt wegen der Lokalnews hören. Und Kani war ein, wie hieß er eigentlich? Bernhard Kantholz. Und der war eine Rock'n'Roll-Legende. Der hat quasi, ist auf Stadtfesten aufgetreten, hat Rock'n'Roll-Songs gecovert von Elvis und so weiter und wurde hier stadtbekannt. Lief auch immer rum wie so ein Rockstar hier in Weimar, hatte immer so bunte Anzüge an und Krawatten und so und hat sich jeden Tag auch sehen lassen in der Stadt, hat Kaffee getrunken, immer auch draußen in der Öffentlichkeit. Und seine Frau hat auch immer zu allen Leuten gesagt, wissen Sie nicht, wer das ist? Das ist Kani, das ist der Kani in Weimar. Alter. Und er hat sogar vor seinem Wohnhaus, vor seiner Wohnung, ja, das auch ein Walk of Fame-Stern. Das fand ich ja süß. Seit Jahren habe ich mich darüber lustig gemacht. Ja. Das wäre ein bisschen geheuchelt, jetzt das nicht zu tun. Weil, also, come on. Also, er wäre gern Rockstar gewesen. Wenn du wirklich ein Rockstar bist, dann willst du nicht, dass Leute wissen, wo dein Haus ist. Ja. Und der macht halt vor sein Haus einen Stern hin. Guck mal, hier wohne ich. Ich habe ein bisschen Respekt vor ihm, weil ich glaube, er wollte echt Rockstar werden und hat es durchgezogen, jedenfalls diesen Lifestyle auszuleben. Da ist jetzt ein Machtvakuum entstanden, da musst du ganz schnell rein. Ja, aber im Endeffekt, überleg dir mal bitte ganz kurz, wenn der einfach normal angezogen gewesen wäre, dann hättest du den halt unter Stadt nicht wahrgenommen. Na, das ist schon so ein fetter Schnauzer. Hin und wieder hättest du Baby Baby gehört, aber also. Es war sein Lebensgefühl. Ja. Weil, wenn stand das jetzt in einem Artikel oder hast du das gesagt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Dass der quasi jeden Tag in der Stadt ist und sich sehen lässt. Aber doch, stell dir mal vor. Hab ich gesagt. Ja, aber stell dir mal vor, irgendwie Mütterchen. Trudhilde von nebenan geht halt auch jeden Tag in die Stadt ihren Kaffee trinken, aber nobody cares, so einfach, weil die halt keinen Anzug an hat. Nee, aber er trug halt seine schicken, feinen Anzüge und die bunten und so, hat jeden, mit jedem gesprochen, hat immer einen Traube Menschen auch um sich rum, die er irgendwie kannte. Er ist nicht Fans, ja, aber so einfach Leute, die er kannte. Das war schon eine schillernde Figur und wer hat immer weniger in Weimar? Es sind nur noch du und ich übrig eigentlich, die das da auf diesem Level sind. Deswegen Rest in Peace, Kani, er ist 80 geworden, immerhin. Er hätte noch einen Auftritt gehabt in einer Woche. Am Also das Event kann abgesagt werden jetzt.
Ja, sie müssen jetzt mal Neues finden, der Auftritt, Robin. Also der Platz ist jetzt für dich frei quasi, bis du mal 80 bist. Also in diese viel zu großen Baby-Fußstapfen möchte ich gar nicht rein, du. Das ist zu viel Erwartung, an denen ich zerschelle. Noch eine Anekdote war, er ist ja ins Krankenhaus gekommen vor ein paar Jahren und da gab es sogar auch ein Pressebild, wie er quasi seine Klampfe umarmt und so im Krankenwagen liegt irgendwie und alle drücken die Daumen, dass es keinem besser geht und so. Er hat ja auch Herzprobleme und so. Jetzt nicht mehr. Ja. Gar keine Probleme mehr eigentlich. Das stimmt. Ja, wir sind jetzt mit den Problemen da, mit Zwiebelmarkt ist jetzt scheiße. Das tut mir leid. Kommen ja auch bestimmt ein paar Leute, die sich auf den gefreut haben. Sicher, also ich habe auch von älteren Leuten öfter gehört, ja, der Kanye, der rockt immer so richtig ab auf der Bühne und so, der hat eine tolle Stimme und so. Es ist schon. Also, das wage ich zu bezweifeln. Man kann sich über ihn lustig machen. Der Kollege hat übrigens vor 8 Jahren oder so, hat er mal Playback performt für die FDP. Die hatten ja dieses Büro da. Hat er doch eigene Songs gehabt, ja? Nee, er hat halt irgend so einen anderen Song-Playback. Es war super schlecht, Mann. Ich möchte den toten Mann jetzt nicht slandern. Es war wirklich einfach schlecht und es war halt vor diesem FDP-Büro, was damals in der Schillerstraße war. Ja, der war dann bei der FDP irgendwie tätig, ja. Und es war nicht mal Zwiebelmarkt, glaube ich. Es war einfach so ganz normaler Tag und dann waren da so zwei Boxen aufgestellt und dann steht Kanye da und bewegt seinen Mund zu einem Song, der nichts mit ihm zu tun hat. Mhm. Das ist also, I'm a Barbie Girl. Genau. Und er ist auch zum Schluss aufgetreten für die Werteunion. Das ist so ein bisschen die rechte Stiefschwester der CDU, kann man sagen, für diesen Klaassen Ratz, der hier angetreten ist und deswegen sehr unangenehm politisch gesehen vielleicht, aber trotzdem respektiere ich diesen Mann. Weil der hatte so schöne Anzüge an. Zum Beispiel. Weißt du, wer auch schöne Anzüge an hatte? Hitler. Und nicht, damit war immer hässlich. Herzlich willkommen. Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn bei Brennpunkt Internet. Und das war jetzt eher so Brennpunkt Weimar. Jetzt kannst du ja eigentlich Kanye in Real Life machen, oder? Könnte ich machen. Kannst du sogar machen, nennst du jeden Baby und so in Gedenken an ihn. Das guckt dann halt nur keiner, weil nobody cares. Und die zwei Leute, die es gucken, zeigen mich dann an wegen Totenmissbrauch oder was. Das kann sein. Leichenflatterei. Leichenflatterei, ja. saftiges Aloha. Wir sind Kani und Rani oder so. Rani war echt mein Spitzname in der Schule tatsächlich. Rani. Es gab durch meinen Vater, der wurde mal Rani genannt als Fußballer irgendwie. Rani wieder irgendwie im Sturm und so. Dann hat sich mein älterer Bruder auch irgendwie so genannt, Prinz Rani. Und ich war dann Prinz Rani der Zweite. Und Rani heißt wohl die Schöne oder Prinzessin auf Arabisch oder sowas. Vielleicht war der auch einfach sehr oft auf dem Strich in der Oranienburger Straße. Kann auch sein. Wir erzählen natürlich jetzt im folgenden Verlauf eher, was so das Internet und die Welt in Atem gehalten hat und nicht Weimar. Also würde Kani nicht die Welt in Atem halten, der jetzt tot ist. Rock'n'Roll Hall of Fame, die klopft schon an, sag ich dir. Der performt Playback auf Satans Stages, Alter, das ist so geil. Der ist im Himmel, der Kani. Hallo, Werteunion. Na gut, doch nicht. Erst eine Hölle, okay. Nein, Kani, Daumen hoch, hier, ja. Haben wir ein Video. Grüße gehen raus an die Familie. Ja. Jingle eingespielt jetzt, ja. Das war jetzt eine Referenz auf so ein gutes Video, als George Floyd gestorben ist. Ah, okay, und, ja, stimmt. Ich erinnere mich. Und wie heißt er? Nicht Skrillex, David Guetta. David Guetta, ein Shoutout an die Familie gegeben hat. So, gut, aber das Internet ist natürlich größer als Weimar. Das Internet ist Großwisch selber. Ja, Google selber. Und wir hatten jetzt den Yummy-Song angesprochen. Steigen wir doch da einfach mal kurz okay, ein. Weil du hast ja direkt die P. Diddy-Partys, auf die Kanins nicht gegangen ist, weil der ein lupenreiner Demokrat ist. Naja, Werteunion. Ja. Und jetzt kommen natürlich neue Verquickungen ans Tageslicht. 120 Leute sind jetzt bereit und verklagen P. Diddy. Wir haben hier einen deutschen Artikel, wir haben einen englischen, also die Morgenpost hat auch schon Wenn berichtet. Die das schreiben, ey, die Morgenpost. 120 Frauen und Männer, darunter auch damals Minderjährige. Es sind über 25 Minderjährige, also zu dem Zeitpunkt des Vergehens an denen. Und die jüngste Person war damals 9. Ach du Scheiße. Und das sind halt teilweise Leute, die irgendwie einen Plattenvertrag wollten oder halt irgendwie Karriere so. Und da soll sich der Herr
P. Diddy, keine Ahnung, wie er heißt. Der, du kannst so schön singen. Leg dir erstmal nackig auf den Tisch hier, kriegst Spaghetti oben drauf und dann wirst du quasi von Obama und von Kamala Harris und so erstmal angeknabbert. Wenn du das geschafft hast, dann kommst du in die Charts. Was hast du denn jetzt dieses Pizzagate hier jetzt mit reingeholt? Nee, aber war nicht auch auf der Liste, auch eine Liste gesehen von Promis, die auf seinen Partys waren. Ich dachte auch, Obama gelesen zu haben. Das ist bestimmt wieder, da bist du wieder irgendwelchen Facebook-Fake-News. Das kann sein, aber das war also eine lange Liste. Es gibt auf jeden Fall ein Bild von P. Diddy mit Kamala Harris, was ein Fake ist. Das ist auch schon vor Jahren gemacht worden. Und das ist auch wieder so ein Angriff von der rechten Seite, während Trump halt irgendwie Dutzende echte Fotos mit dem Typen hat. Ganz, ganz komisch. Aber ja, 25 Leute, die minderjährig sind, 120 insgesamt. Das wird wahrscheinlich auch noch eine Dunkelziffer geben. Wir hatten gar nicht, glaube ich, darüber geredet, dass der irgendwie, dass auf seinem Grundstück 1000 Flaschen Babyöl und Gleitgel gesichert wurden. Und Dildos, ganz viele. Ja, also wie viel, die wollten bestimmt ja, so eine Rutsche machen, wo man so auf der Wiese so eine Plane auslegt und das dann so einschmiert und dann da so lang rutscht. Und musst du auch die ganzen Kinder, die dann entstanden sind auf den Sexpartys, mussten sie auch irgendwie einölen, weißt du? Das stimmt, das ist ja dann nur Pflege gewesen. Ja, es gab so eine ganz lange Liste von Prominenten, die wohl mit P. Diddy zu tun hatten, auch auf Partys waren und so. Da war auch Kamala Harris mit dabei. Aber da war jetzt nicht dabei, inwiefern die zusammenhingen. Es war jetzt auch nur eine Spekulation von mir. Spekulatius. Ja, und Spekulatius ist ein gutes Stichwort, denn Spekulatius gibt es ganz, ganz viel über das Musikvideo Yummy von Justin Bieber. Denn Justin Bieber ist ja auch seit Jahren schon so in dieser Richtung vermutet worden, dass da irgendwie unlautere Dinge an ihm geschehen sind in seiner Kindheit und Jugend. Der ist ja sehr jung berühmt geworden. Ich weiß nicht, ich glaube, der war 13 als Baby, Baby, Baby. Ich muss aufhören, sonst gibt es ein Copyright Strike. Ich war schon verändert, als er noch 13 war. Ich fand ihn schon, also auch als ich auch 13 war, wir sind ungefähr gleich alt, glaube ich. Ach so, dann darfst du das, weil sonst... Nee, ich fand... P. Diddy war auch Fan, als er noch 13 war, danach nicht mehr so. Nee, aber ich fand die Songs immer ganz cool, die er gemacht hat und fand so diesen Hate immer gerechtfertigt. Justin Bieber, gucken, wie alt er ist. Du fandst den halt hübsch. Das auch, er ist 30, er ist so alt wie ich quasi. Mhm. Ja gut, er ist 4 Monate nach mir geboren ungefähr. Aber ja, der war immer schon hübsch, muss ich sagen. Ja, also... Spielt damit Baby, rein. Baby. Ich meine, du hörst ja wahrscheinlich... Wenn du jetzt Kari hörst und so oder hier White Stripes, findest du wahrscheinlich auch dann die weiblichen Personen auch irgendwie hübsch, oder? Also es ist natürlich nicht das Ding, dass irgendwann niemanden hört, aber ich muss sagen, es kann irgendwie eine Rolle spielen, dass man mehr zuhört. Ich habe die damals angefangen zu hören, da wusste ich gar nicht, wie die aussehen. Ja, ich habe das war eine Offenbarung. Ich möchte mich an Max L. jetzt hier wenden und mich herzlich bedanken, dass er mich da rangeführt hat. Ich habe damals Get Behind Me Satan von ihm auf die Ohren bekommen und das erste Lied direkt Blue Orchid. Das ging direkt rein, Alter. Das ist, ich glaube, ich wollte ja Yummy in die Playlist machen, aus Gründen, die ich jetzt noch erkläre, aber wir glauben, wir müssen Blue Orchid reinmachen, weil es einfach viel geiler ist. Aber ja, die haben natürlich auch eine gewisse Dynamik. Jetzt mittlerweile gibt es die ja auch gar nicht mehr, ja. Und ja, also Mac White finde ich jetzt nicht hässlich oder so, aber das war jetzt nicht irgendwie der Grund. Kari, weiß nicht, warum du das jetzt anführst. Hast du dir vielleicht angeguckt? Ja, die Stefanie ist schon eine ziemliche Smokeshow. Und da muss ich einwerfen, normalerweise finde ich es ganz befremdlich, wenn die Leute hier ihre Augenbrauen so ganz breit schminken. Bei der stört mich das nicht, weil das irgendwie passt. Aber das ist auch nicht der Grund, warum ich die irgendwie gut finde. Ja, aber es kann schon noch ein Argument sein, jemanden sich mehr anzuhören. Muss man sagen. Das aber ist schön, dass ich letztes Mal argumentiert habe wegen dem Gewicht von Politikern. Und jetzt kommst du an, da geht's aber, bei da Musik, geht's die in die Ohren reingehen. Nee, da geht's um Politik, aber bei Kunst, ja, bei Sachen, audiovisuelle Medien, bei Musik, kann das schon eine Rolle spielen, dass jemand irgendwie sagt, okay, man findet die Person irgendwie spannend optisch. Ich wollte auch gerade sagen, im Gegenteil sagen, wenn jemand besonders hässlich ist, wie Lordi zum Beispiel, die Band, wenn die so Monstermasken tragen oder Ghost und so, die sowieso Nonnen aussehen. Die sind ja nicht ist, hässlich, dann würde ich sagen. Ja, aber es ist gruselig, weißt du, und die Optik spielt in der Musik schon eine große Rolle. Ob jetzt irgendwie im Schock-Element, wie auch Rammstein es oft ausgelebt haben in den Schock-Videos, oder eben auch besonders schöne Menschen wie David Bowie, der sich mal schick gemacht hat, Falco hat sich auch mal schick gemacht und so. Das kann eine Rolle spielen in der Musik, in der Kunst. In der Politik sollte es keine Rolle spielen, um den Punkt zu setzen. Okay. Ja, das ist trotzdem nicht der Grund, warum ich da ursprünglich
Es war ja eben das, dass ich die bei den Ärzten als Vorband gesehen habe und mir dachte, holy shit, diese Live-Performance, das erinnert mich gerade sehr an die Stripes, obwohl das eigentlich voll eine andere Band ist, aber live haben die einfach so eine Energie. Anyways, streif ein bisschen vom Thema ab, weil wer sich auch für Justin Bieber nur wegen seiner Optik interessiert hat, war nämlich P. Diddy, wie es scheint. Seit Jahren gibt es da diese Gerüchte und er hat vor kurzem in einem Interview gesagt, dass dieses Yummy für ihn ein sehr emotionaler Videodreh war. So viel zu den Fakten. Und daraufhin haben sich dann mannigfaltig Spekulationen losgelöst, angetrieben durch TikTok mal wieder. Und eins ist besonders viral gegangen, wie eine Dame das so auseinandernimmt. Das ist ein Musikvideo, das kennst du ja demnach nicht. Da sitzt er auf einer Party und es wird Zeug gegessen und dann ist die Party vorbei. Aber wenn man genau hinschaut, ja, der kommt durch die Küche rein, statt durch den Eingang, weil isst er selber das Essen bei dieser Party. Dann geht er direkt am Anfang an so Musikern vorbei. Das sind alles Minderjährige. Die Leute, die da essen, sind alle volljährig und alte Leute. Das Essen sieht ganz eklig aus. Und jetzt wird es ein bisschen hanebüchen vielleicht. Der hat so ein Sandwich stehen, ja. Also der hat so drei Sandwiches und dann vorne als Schild noch so ein Sandwich. Und dann sieht man das von der Seite und da ist dann eine Kirsche, ja, dahinter. Das kann eins bedeuten. Die Cherry gepflückt. Ja. Und dann im nächsten Shot ist das nämlich umgedreht und dann ist die Cherry plötzlich eine schwarze Olive. Ja. So. Ja. Wer weiß, es gibt da noch ein, zwei andere Sachen. Ich glaube, ich hatte mir auch noch was aufgeschrieben. Haben die Kirsche weggegessen, dann mussten die es durch eine Olive setzen. Ja. Haben keine Kirsche mehr, da haben wir noch irgendwas hier, was so ähnlich aussieht. Ja, hier ist eine Olive. Genau, dann natürlich das Yummy Yummy verstehen Leute dann Yang Mi Yang Mi. Ja. Yang Mi Yang, ja. Weiß ich nicht. Und das kann am sein. Ehesten, was noch... Was ich noch mitgehen würde, ist, dass am Ende vom Musikvideo er quasi ganz alleine da sitzt, nachdem da diese Party war und so von allen verlassen, mit seinen Emotions alleine oder was auch immer. Dann liegt hinter ihm dieses rote Kleid, was am Anfang eine von dieser Musiker, von diesem Ensemble anhatte, so eine Minderjährige, das liegt dann neben ihm. Und ganz als letztes sieht man einen Teller mit seinem Gesicht, als er noch sehr jung war. Und da steht dann halt nochmal Yummy drauf. Also er ist als auf dem Teller als Essen quasi. Das sind so die Spekulationen. Ja. Aber auch, dass P. Diddy wohl auch sich an Justin Bieber vergriffen haben soll. Ne? Ja, ja, und dass er das halt in diesem Musikvideo so versteckt aufgreift und verarbeitet. Das ist ja das, was über dem alles steht. Das ist heavy, also man ist ja selber nicht drin. Das ist halt übrigens 4 Jahre alt, das Musikvideo. Das ist halt nur jetzt wieder herausgekommen. Man ist ja nicht in den Strukturen drin, du und ich. Ne? Ich weiß ja nicht, wie es in Hollywood und in diesen Musikfirmen auf dem Madonna P. Diddy-Level so ablaufen, aber ich finde es krass, dass solche Sachen passieren und das nicht so und nicht einfach rauskommt. Weißt du, Justin Bieber ist ja jetzt auch schon 30, als erwachsen emanzipiert, ist auf niemanden mehr angewiesen, außer auf seinen eigenen Namen, den er noch trägt. Und warum man nicht damit wirklich an die Öffentlichkeit geht, das finde ich immer so krass, dass Menschen das irgendwie dann doch so lange für sich behalten können oder auch wollen. Also das ist natürlich jetzt wieder die große Verschwörung von Hollywood. Könnte aber trotzdem sein, dass er halt fürchtet, dass da so viele Strippenzieher mit drin hängen, dass sie dann ihn komplett da das Leben zur Hölle machen in diesen Dunstkreisen. Aber ich glaube, Justin Bieber hat auch irgendwie eine Größe und Reichweite, wo das... egal wäre. Vielleicht hat er aber auch Angst, dass irgendwie, weiß ich nicht, das SWAT-Team reinkommt oder das Hollywood-Assassin-Team durchs Fenster reingesprungen kommt, wenn er jetzt hier irgendwie das Maul aufmacht. Schon, wer weiß. Kann sein, dass er bedroht worden ist. Ne? Dass sie gesagt haben, wenn du was sagst, dann hetzen wir unsere, nicht unsere Anwälte, sondern unsere Mörder an den Halt, unsere, wie heißt das hier, Kopfgeldmörder. Kopfgeldjäger an den Kopf. Jäger. Weißt du, kann ja alles sein, eventuell. Ja, aber das geht halt sehr in so eine Verschwörungsrichtung. Ich glaube nicht, dass der jetzt wirklich... Aber es gibt die Verschwörungstheorien auf der Welt. Ich meine, jetzt nicht hier dieses Echsenzeug und so, Bill Gates will alle Menschen totimpfen. Aber so Hollywood-Verschwörungen, das ist ja durchaus ein Ding. Also es sind ja schon Sachen aufgeflogen. Ja, es muss ja auch nicht zwangsläufig Hollywood sein. Das ist halt immer so ein Ding. Ich glaube, die ganz schlimmen Finger, die kennt man halt gar nicht. Genau. Weißt du? Die sind im Hintergrund und nicht ständig im Rampenlicht. Klar gibt es jetzt P. Diddy als prominentes Gegenbeispiel. Selbst Epstein und so, das ist ja auch eine Art von Verschwörung. Ne? Das ja, Epstein war ja auch sehr bekannt vorher schon. Aber der war jetzt nicht so, glaube ich...
medial bekannt. Der war nicht so im Fokus. So, der, genau. der, Weinstein kannte ja auch jeder, aber der ist ja nicht irgendwie in Filmen oder TV so präsent gewesen. Den hat man dann bei den Oscars irgendwie mal gesehen und wusste, aha, das ist hier so ein Produzententyp. Aber ich glaube nicht, dass der in der Form populär, medial wesentlich relevant war. So. Na gut. Aber was da auch gut reinpasst, ist nämlich... geschmackloser Witz in Kinder reinstecken. Nicht ganz. Also man weiß es nicht genau, aber Robbie Williams ist jetzt mein Thema. Denn der bekommt ein Biopic. Ich sehe das ja schon die ganze Zeit. Der bekommt ein Biopic, ja. Weil ich habe das so aus dem Winkel gesehen. Das ist so ein Affengesicht das hier, was Tino hat. Vorweggenommen, oh, genau. Shit. Spoiler. Ein Biopic nämlich über Robbie Williams. Ja. Und zwar gemacht von Michael Crazy. Alle werden jetzt denken, na klar, der Michael Crazy. Der auch Greatest Showman und Rocketman gemacht hat. Also viele Man-Geschichten. Ja. Und der hat jetzt einen Biopic. Wann eigentlich mal Woman? Das ist doch scheiße. Wo ist dein Outrage? Das ist ziemlich unvogue, muss man sagen. Und es soll ja im Januar ein Biopic rauskommen, nämlich Better Man, ein Biopic von Robbie Williams. Und das Krasse ist, ihr habt es schon gesehen hier bei YouTube, Robbie Williams wird als Affe dargestellt. Mhm. Ist es nicht funny? Also, ich weiß noch nicht, ob das funny ist. Das kann auch einfach ein Gimmick sein. Es ist der Trailer erstmal und es kann auch sein, dass es einfach nur so ein Mediengag ist, ne, dass sie ihm nur einen Trailer als Affen zeigen. Ja, aber ist der Trailer sieht komplett wie CGI aus oder ist der einfach, hat der nur einen Affenschädel? Das ist kein echter Affe. Ja, aber ist das ein computeranimierter Film oder ist das ein normaler Film? Das ist ein normaler Film. Und der hat eine Affen-CGI-Maske. Genau. Der Rest ist alles normal, nur Robbie Williams ist ein Affe. Und ich fände es spannend, wir können auch gerne tippen, ob der echte Film auch so sein wird mit dem Affen, was ich konsequent fände, wäre auch irgendwie cool, so Kunstfreiheit und so, ne? Oder ob das jetzt echt nur so ein Aufmerksamkeitsding ist, von wegen, wir machen jetzt einen Trailer vielleicht raus. Ich wollte es noch nicht zeigen, wer ihn spielt. Ich habe den Trailer jetzt das nicht gesehen. Das kann auch sein, das stimmt. Ja. Und erst, wenn du im Kino sitzt, dann siehst du, dann ist es Morgan Freeman. Das würde ich gucken. Sensation. Ja, ich habe das halt die ganze Zeit zum Augenwinkel gesehen und das ist ganz komisch so. Das sieht von diesem Winkel ganz seltsam aus. Kannst du mal so in die Kamera halten. Robbie Williams, Robbie Williams ist quasi der britische Nena, kann man sagen. Denn auch der hat zur Corona-Zeit nicht gerade irgendwie schlaue Sachen gesagt, aber kam damit irgendwie durch, weißt du? Mhm. Also Michael Wendler und Hildmann, solche Leute, die wurden ja... Also Nena kam damit auch durch. Unten durch, bei mir! Ja, genau. Aber die wurden ja tatsächlich auch dann gehatet und so und haben auch irgendwie ihre Verträge verloren und so und wurden auch geächtet, öffentlich und medienwirksam. Aber Nena, bei der, gut, man weiß bei ihr, die war eh noch nie die Schlauste, ja? So die Klügste. Aber irgendwie tritt die in Fernsehshows auf, ihre Musik wird doch gespielt, obwohl die genauso eine Verschwörungstheoretikerin war. Und Robbie Williams hat auch Sachen gesagt in der Vergangenheit, die so sehr schwurbelmäßig waren. Doch er kam damit durch und ich frage mich, wann das gelegen haben könnte. Ja. Sind die beiden etwa so, traut man denen so wenig Intellekt zu, dass man sagt, oh, es ist aber kein Wunder, dass sie jetzt nicht so die Klügsten sind. Trotzdem tolle Musik, ist okay. Die sollen einfach mal ihren Maul halten. Das kann auch sein. Nee, na. Du hast ja auch was Verschwörungstheoretisches hier ich habe, ja, habe ich, weil ich kann perfekt überleiten. Das Internet ist nämlich wirklich in Wallung gekommen, weil eine Person bald Großvater wird, von der man es nicht erwartet. Ich weiß es. Fuck. Ich wollte jetzt wieder ein kleines Rätsel draus machen. Wer denn? Marshall Bruce Mellers der Zweite. Das ist leider richtig. Ja. Opa Eminem. Ja. Wie klingt das für uns? Der ist ja auch schon, wer ist jetzt 50? Fast das 50? Ist halt nicht so alt, ne? Ich glaube, der ist 51, ich bin mir nicht sicher, ich guck mal. Aber er ist ein Opa-Alter. Ja, aber weiß ich nicht. Eminem als Opa ist trotzdem ganz seltsam. Vor allem hat er ja über seine 51. Ja. Der hat ja über seine kleine Tochter da damals gerappt, als sie, weiß ich nicht, 5 war oder so. Und jetzt kriegt die ein Kind. Jetzt ist sie halt 25 oder so und kriegt ein Kind. Und das, ja, ich finde, das ist nicht so dramatisch. Opa Eminem. Ja. Das ist wie irgendwie Snoop Dogg. Ist der nicht auch 60 oder so? Das ist ganz komisch. Bin ich sogar noch älter. Ja, ja. Snoop Dogg ist auch schon ein alter Mann. Ich glaube, der ist Alter von meiner Mutter sogar oder so. Nee, gut, 52. Ach, dann okay. Dann habe ich das verwechselt. Snoop Dogg ist ein Jahr älter als Eminem. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Okay, bin überrascht. Na, dann ist das das Kiffgras, was den so alt so aussehen lässt. Mitte 60 geschätzt, aber na gut. Na, Mitte 60 vielleicht noch nicht. Egal, Opa Eminem, hallo? Das ist auch ein tolles neues Gimmick. Kann er ja dieses komische Slim Shady-Ding mal jetzt sein lassen? Noch ist es nicht. Es könnte ja noch eine Fehlgeburt werden. Oh, okay. Wenn es bis jetzt geht. Okay. Auch eine neue Form der Spekulation.
Naja, ich meine, wir sagen jetzt schon Opa Eminem, aber was Bald ist denn Großvater? Die eigentliche News ist ja nur, dass es so ein Foto gibt, dass er den Ultraschall von seiner Tochter so in der Hand hält. Das und man weiß ja, dass Eminem nie lächelt auf seinen Fotos und Imagegründe. Stimmt, und so. Ja. Und auf dem Foto guckt er auch mehr so verwirrt oder so. Und ja, sie ist halt schwanger. Das könnte jetzt so, aber dauert so ein, noch ein paar Monate. So ein Freizeitreview-Ding sein, weißt du, irgendwie Eminem bald Großvater, große Sorge. Dann kommt raus, ja, es kommen auch Fehlgeburten mal vor. Ne? Könnte sein, dass es nicht so ist. Ja. Da drücken wir natürlich nicht die Daumen für. Ja, das wird ganz toll. Aber wer anderes bekommt, kommt auch ein Kind, kann ich überleiten. Ja, hätte ich auch überleiten können. Warte. Wenn du, ist es der gleiche? Nee, warte. Und dann unser zwei noch, und zweimal Logan Paul. Na gut, das interessiert das fand ich ganz, keinen. Ganz spannend. Da gab es nämlich ein Instagram oder X, keine Ahnung, gab es ein Schlagabtausch, und nämlich King Ryan hat kommentiert bei Logan Paul, ich halte es in die Kamera und ins Mikrofon rein. King Ryan. Der hat unter ein Bild von dem Kind von Logan Paul gepostet, Congratulations, Party Party, da hat Logan Paul drunter geschrieben, Prime still suing you for lying, but thanks. Und dann hat King Ryan geschrieben, I could care less about your lawsuit, I'm giving a congrats to the birth of your child. Das heißt, obwohl die im Rechtsstreit sind miteinander, hat er ihm gratuliert. Ja, aber wer ist denn Ich habe keine Ahnung, aber ich fand diesen Screenshot so geil, weißt du? Na gut. Stell dir vor, du wirst verklagt von irgendwem und dann kriegst du ein Kind und du schreibst trotzdem Glückwunsch rein. Nett. Denn ich glaube, manchmal ist es echt so, dass man seine Feinde an sich näher halten sollte als seine Freunde. Ja, das ist wie wenn ich Kanye lobe. Okay. Das meine ich noch gar nicht, ich fand was viel krasseres. Wo ist es? Ach genau, Kurt Cobains Tochter. Ah ja, doch, du hast das Richtige. Hat ein Kind mit Tony Hawks Sohn. Ja. Das ist heißt, für eine krasse Universumsscheiße, Alter. Gleichzeitig das Enkelkind von Kurt Cobain und Tony Hawk ist am gleichen Tag, also ist dieselbe Person, ja, erstmal, also obviously, und ist auf die Welt gekommen. Das ist schon seltsam. Vor allem Kurt Cobain ist doch tot. Ja, das stimmt. Wie kann das gehen? Opa Kurt ist nicht jetzt. Nee, Opa Kurt gibt's nicht. Wenn der Sohn fragt, ey, was ist mir eigentlich mit Opa passiert? Naja, der eine hat das Bein beim Skaten gebrochen, der andere sein Gesicht, als er mit der Schrotflinte gespielt hat. Ich will nicht die Flinte ins Korn werfen, aber den wirst du nicht kennenlernen, deinen Opa. Mhm. Ja, das finde ich schon eine krasse Kombination, oder? Das ist wie Michael Jackson und Elvis Presleys Tochter, die auch dann geheiratet haben und so. Und hier jetzt Kurt Cobains Tochter und Tony Hawk's Sohn. Das sind diese Super-Genpools, die dann zusammenkommen. Echt? Das ist dann wahrscheinlich ein Kind, was auf dem Skateboard Gitarre spielt und mit einer Flinte irgendwie jonglieren kann. Kickflip mit einer Flinte macht. Ist doch krass. Mhm. Also ich finde das irgendwie eine coole Nachricht gewesen. Ja, Gratulation. Also der kann dann mit dem Enkelkind von Eminem zusammen Musik machen. Und es heißt auch noch Robin. Ach. Nee, Ronan, sorry. Ah, dann nicht. Dann wieder zurückschieben. Ronan Walker Cobain Hawk. Wieder rein damit. Also es klingt wie so ein Family Guy Charakter. Schamlippen auf, Kind rein wieder. Es klingt wie so ein Family Guy Charakter, so Ronan Walker Cobain Hawk oder ja. So. Weißt du, jemand so ein super Kind, was sich South Park ausgedacht hat. Cobain Hawk, Alter. Ja, Cobain Hawk. Finde ich cool. Ronan. Ja, ein Ronan ist ja auch so ein... Oh, fuck, Alter, das kriegt jetzt nicht auf die Ketten. Ein Ronin ist, glaube ich, irgendwie ein Samurai ohne Zugehörigkeit oder so. Auch noch. So ein herumstreuender Assi. Jetzt hatten wir schon einen toten alten Mann mit 80 Jahren. Wir hatten jetzt schon ein paar Kinder. Super Kinder, Logan Pauls Kind ist ein super Kind. Dann ist das Cobain Hawk Kind groß. Wir haben noch mal einen Nekrolog zu öffnen, um das Sandwich perfekt zu machen. Mhm. Geburt, Tod. Und zwar ist, er ist gestorben, Peter Zwegert. Nein. Ja, wo hab ich's denn? Nein. Ich hab's vergessen mir selbst zu schicken. Nein, genau. Peter. Peter Zwegert ist gestorben, im Alter von, 74 Jahren. Das ist der Schuldnerberater von RTL. Der hat eine eigene Show gehabt. Wurde auch von Switch Reloaded gerne mal parodiert. Warum haben wir den eigentlich nicht damals nach Griechenland geschickt? Na, gute Frage, weil er zu alt war vielleicht schon. Hm. Und der ist 74 geworden und ist im August schon gestorben. Das wurde jetzt erst bekannt. Das heißt... Dass der Tod von Kanye war ja schon am selben Tag quasi in aller Munde und wir reden heute schon drüber, aber Zwegert konnte seinen Tod quasi verbergen, seinen eigenen Tod, wie seine Schulden auch, er verbergen konnte. Ja, das tut Wegert, das ist wirklich ganz unangenehm, weil der hat mein Leben extrem bestimmt.
Ja, meins mit auch. Mit all den Sachen, die der so gemacht hat. Ja, aber ist halt eine Figur, die man so kannte irgendwie, ne? Gerade in unserem Alter war ich Peter Zwegert so eine Figur von, ja, irgendwie witzig und RTL, Schuldnerberater. Ich habe das nie geguckt. Aber ne, Shoutout an die Familie. Aber der Gag schon irgendwie, wenn man aus dem Bankkonto guckt und sagt, soll ich Peter Zwegert anrufen? Das ist doch so ein Gag gewesen. Also bei uns zumindest. In deinen Kreisen vielleicht. Ja. Ich habe da einfach immer nur geweint, wenn ich aufs Bankkonto geguckt habe. Ach so. Portemonnaie aus Zwiebelleder. Wenn du reinguckst, fängst du an mit heulen. Ja, verstehe. Ja. Ja gut, dann kommen wir doch mal zu fröhlichen Sachen, oder? Hast du welche? Zum Beispiel der Joker-Film. Ich wollte gestern reingehen. Ganz viele Leute nicht fröhlich. Ich wollte gestern reingehen, aber habe es dann doch nicht gemacht, weil ich zu faul war. Aber heute gehe ich rein, heute Aha. Abend. Ja gut, dann sprechen wir vielleicht gar nicht zu viel drüber. Dann kannst du ja nächste Woche Review geben. Ich sag mal so, ich habe ein paar Rezensionen mitbekommen, ein paar Leute, die drüber reden, habe mich dann auch gespoilert, also mit Absicht. Hm. Und habe jetzt nicht mehr so einen Zug. Das wäre für mich auch ein Film gewesen, wo ich zumindest überlegt hätte, ins Kino zu gehen. Alter, aber eins jetzt, war ja jetzt ist ein bisschen weg. Ja, und es gibt halt verschiedene Leute, die Teil 1 geil finden. Ja, die Leute, die das so glorifizieren und die Leute, die halt die Originalfilme kennen, von denen das stark inspiriert ist und das dann halt feiern und so weiter. Und all diese Leute werden vielleicht vor den Kopf gestoßen. Ich glaube, du wahrscheinlich noch am wenigsten, weil du... Weil ich Musicals mag. ...da auf einer anderen Ebene drin bist. Ich glaube aber, ein Musical-Fan könnte auch enttäuscht werden. Deswegen schraub vielleicht deine Erwartungen zurück. Ich habe schon ein, zwei Songs gehört, so bei YouTube und so. Die waren jetzt nicht geil, so, aber vielleicht braucht es auch ein bisschen die Emotionen und die Filmgewalt irgendwie im Kino, um das miterleben zu können. Ich fand auch Greatest Showman am Anfang richtig kacke und langweilig, aber beim zweiten Mal gucken war ich dann richtig tief drin und mag das inzwischen ganz gerne. Bei Justin Bieber. Genau. Vermutlich zumindest. Ich gehe heute ins Kino vor euch, liebe Leute, ich werde es von der Steuer absetzen deswegen, ne, weil ich es hier im Brennpunkt berichten kann und berichte dann, wie er war. Ich freue mich sehr drauf. Also ich gucke den bestimmt früher oder später auch, aber es hält für mich jetzt keinen Film, den ich dann im Kino sehen müsste. Ich war erst enttäuscht, als Teil 1 rauskam von der Schminke von Joker, weil die doch sehr abweicht von denen aus den Comics und den bisherigen Filmen. Aber ich muss sagen, ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn Sachen neu gedacht werden. Ja, ich finde, die ist schon iconic. Kann man schon machen. Na klar, aber... Muss ja nicht auch immer gleich aussehen. Aber es war so auf den ersten Blick so, dass ich dachte, ah, Joker-Film, okay. Eigentlich bin ich so ein weißes Gesicht gewohnt, schwarze Augen, roter Mund. Da kann man so ein bisschen variieren, aber ich fand dann dieses wirklich Clownsartige ein bisschen komisch. Aber es haben sie gut gemacht. Hm. Und es ist auch wichtig, das zu machen. Wie jetzt auch The Crow, der jetzt auch neu verfilmt worden ist. Viele sind sehr kritisch. Ich habe auch noch nicht gesehen, aber ich werde ihn mir angucken. Den guckst du ja auch an. Werde ich mir angucken. Aber im Kino oder was? Weiß ich noch nicht genau. Aber ich muss sagen, ich finde es erstmal ganz cool, wenn alte Sachen neu gedacht werden. Aber The Crow ist ein Film, der hat es noch nicht nötig, neu verfilmt zu werden, wenn du mich fragst eigentlich. Der ist eigentlich noch ziemlich gut gealtert. Ja, und also hat seinen eigenen Stil. Und die hätten noch ein paar Jahre warten können, so 20 Jahre damit. Ich bin nicht der allergrößte Fan vom Original. Und deswegen muss ich das Remake jetzt gar nicht sehen. Und alle berichten darüber, als wäre es das komplette Desaster, was halt nochmal ein Grund. Das sagen sehr viele auch in meinem Umfeld, die sehr große The Crow-Fans sind, sagen, sie gehen gar nicht erst rein. Aber das, finde ich, ist nicht der richtige Ansatz. Wenn ich ein Fan von irgendwas bin... Ja, wenn man das Geld scheißt wie Tino... Man kann ja auch auf Netflix warten. Ich meine jetzt so dieses Ding von wegen, man wartet halt irgendwie... Man geht gar nicht erst rein. Man sagt im Vorfeld schon wegen eines Filmposters. Oder schon bevor das rauskam, haben mir viele gesagt, gucke ich mir nicht an. Das finde ich sehr engstirnig. Ja, aber dafür guckt man ja auch so ein bisschen nach Reviews, ne? Also nur so als Orientierung. Die sind scheißegal. Naja, sind nicht scheißegal, wenn du 15 Euro für ein Kinoticket ausgeben musst. Ja, Kino... So. Mal das ganze Geld scheiße weggerechnet. Ja, das ist ja jetzt, ich bin jetzt ja, auch kein reicher Fuchs. Aber ich gehe halt ganz gerne mal ins Kino, mal ins Theater und gucke dann auch ein bisschen, wo ich hingehe. So. Und ich muss sagen, für mich sind Rezensionen nie ein Faktor für irgendwas. Ich fand Filme schon richtig geil, die einfach total zerfetzt worden sind von KritikerInnen. Und ich fand aber auch schon Filme richtig scheiße, die von allen gelobt worden sind. Ja, aber mir deswegen, ist es völlig egal. Deswegen schaut man auch weniger eigentlich aufs allgemeine Stimmungsbild, sondern hat so ein paar Leute, von denen man weiß, irgendwie die teilen deinen Filmgeschmack oder du weißt... David Hein oder was, der jeden Film hasst. Das stimmt nicht. Lass den Mann. Ja, sondern guckt halt, was so die anderen Leute... Aber ist ja auch egal. Ich habe einfach gar keinen Zug nach fucking The Crow mir angucken. Wenn dann aus Scheißigkeitsgründen, weil ich
glaube, dass Filme scheiße sein können und trotzdem entertainen, aber halt auf einer anderen Ebene. Ich glaube aber, dieser wird das nicht sein, dann noch eher der Borderlands-Film oder so, den habe ich auch noch nicht gesehen. Ich kann jedem empfehlen, also ich bin ja ein Theater- und auch Kinofan, ne? Und ich kann jedem, meine Erfahrung ist, guckt euch im Vorfeld keinen Trailer an, guckt euch auch keine Rezension an. Ich hasse Trailer zu Theateraufführungen. Na, die gibt's auch. Die gibt's ja auch auf YouTube. Na aber gut. Die gucke ich mir auch selten an. Macht es mal nicht. Wenn euch ein Film interessiert, wenn ihr euch die Synopsis durchliest und so und denkt euch, klingt spannend, das Filmposter sieht cool aus, da ist ein Schauspieler drin, den ich mag, einfach mal reingehen oder auf Netflix warten, keine Ahnung, wie ihr immer jetzt guckt. Ja, wenn ihr kein Geld habt, dann halt auf Netflix warten. Das ist das Gleiche, ne? Netflix kostenlos. Ist ja das Gleiche, wenn man auf Netflix geht, wo wir auch manchmal das gucken, was es für ein Film ist. Einfach mal anmachen und dann entscheiden und erst im Nachhinein die Rezension durchlesen. Auf Netflix ist nämlich auch jetzt der Schacht 2 herausgekommen, den ich auch noch nicht gesehen habe. Wir berichten dann vielleicht nächste Woche. Ich finde Schach langweilig. Nicht Schach, sondern Schacht. Der erste, also The Platform im Englischen und La Cruz, keine Ahnung, irgendwas Spanisches im Original, ist ein Kult-Classic mittlerweile. Ist einer von diesen Filmen, die nur an einem Ort spielen, die mag ich ja sehr. Und ich kann leider nichts sagen, aber er kommt, glaube ich, nicht so gut an wie der erste bis das jetzt. Das kommt vom Theater übrigens, ne? Dass man irgendwie ein Theater ist halt an einem Ort langweilig. Etwas darstellt. Weil die dann vor so einem großen Pappbaum stehen und dann sagen, oh, das ist diese Eiche, so. Ich schupper mich dran. Du kriegst nächstes Jahr zum Geburtstag kriegst du einen Theatergutschein. Doch, kriegst du. Doch, doch. Jetzt hast du mich so weit. und ja, es ist auch raus, die neue Staffel von American Horror Story. Da haben wir angefangen gestern und die ist sehr spannend. Da geht es diesmal um eine Hollywood-Schauspielerin, die schwanger wird und von mysteriösen Personen gestalkt wird und ständig Halluzinationen bekommt und man nicht weiß, was wahr ist und was nicht wahr ist. Und dann wird eine von den Stalkerinnen wird dann identifiziert, auch schon am Anfang, als eine Person, die halt Abtreibungsgegnerin ist. Und alle um sie herum, eigentlich alle, vom Arzt bis hin zum Ehemann, sind alles so ein bisschen sass und du willst halt echt wissen, wer von den ganzen Leuten meint es eigentlich gut mit ihr. Und Kim Kardashian spielt mit und ich dachte erst, ach nee, gar keinen Bock. Aber die spielt richtig gut. Hm. Ist die sowas? Ist die Schauspielerin eigentlich? Ich kenne die nur von Reality-Shows. Ja, die hat in so einem guten Film mitgespielt. Da hat sie nicht so viel an. Dafür ist sie bekannt geworden. Am Porno oder was? Da hat sie hervorragend geactet. Okay, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie Paris Hilton wahrscheinlich. Es gibt das große Sextape, was noch ihre Mutter geleakt hat, weil sie wusste, dass das für Aufmerksamkeit sorgt. Das sind die Abgründe, ey. Stell dir bitte vor, deine Mutter veröffentlicht dein Sextape. Nicht schon wieder. Nee, aber ich muss sagen, die spielt echt gut Spiel. Die spielt echt gut Spiel. Die spielt gut Schau. Na gut. Muss man sagen, Kim Kardashian. Kann man sie angucken. Ich bezweifle das an dieser Stelle kurz. Du bist von Theater und deutschem Fernsehen kaputt geguckt. Das kann auch sein. Es ist ja auch immer eine Ansichtssache, ne? Eine subjektive Geschichte, ob man jemanden gut spielen sieht oder nicht. Aber ich muss sagen, aus meiner Sparte aus, ich habe schon viel gesehen und viel gemacht. Ich fand sie echt gut. Gut spielen wird zumindest auf folgender Gitarre dieser Mann, der sie gekauft hat, nicht mehr. Ich hab's auch, ja. Nämlich ein Mann hat für $4,000 bei einer Auktion eine signierte Gitarre von Taylor Swift gekauft. Und es ist nicht mal eine Gitarre, die von Taylor Swift gespielt wurde, soweit ich es verstanden habe. Nur signiert, ne? Nur signiert. Also irgendeine random Gitarre, die irgendwer mal bei einem Konzert hingehalten hat, hier, mach mal bitte. Und er hat sie gekauft für 4.000 und was hat er gemacht? Er hat sie zerkloppt. Und er hat sie nicht spektakulär zerkloppt, er hat sie direkt auf der Bühne mit so einem kleinen Hämmerchen so ein paar Löcher reingemacht. Push, push, push. Es ist wirklich ein Trauerspiel. Alle haben gelacht und applaudiert und es war echt einfach unnötig. Wer das Geld für so einen Scheiß hat, dem kann es nicht schlecht gehen. Ja, der geht dann nach Hause und schreibt bei Twitter, die Wurst ist zu teuer. Genau, ja. Wählt mal so. Trump. Genau. Also wirklich, wer $4,000 ausgibt, nur um die Lips zu ownen, der hat wirklich gute Ideen. Also so ein fragiles Ego, ey, ohne Scheiß, das ist so, ich raff das nicht. Das wird ja auch so eine Gruppendynamik sein, weißt du, es hat angefangen bei 100 und dann haben sie sich so hochgewollt. 4.000? Ich mach dummes Zeug für noch mehr Geld. Ja. Ich schmeiß noch mehr Geld raus als die anderen. Aber wenn wir schon bei den Stars und Sternchen hier irgendwie die ganze Zeit sind, dachte ich, es wäre eine nette kleine Dreingabe. Wir müssen auch gleich nochmal nach Amerika kommen, aber bevor wir das machen, würde ich gerne mal was noch ansprechen, was schon
vor 2 Wochen begonnen hat, aber jetzt richtig Wellen geschlagen hat, diese Woche nochmal. Das ist ein bisschen ein Nischenthema, aber glaubt mir, es ist sehr entertainend. Zumindest für mich. Von daher. Magic, ja. Oh, kennt man ja. Magic the Gathering. Hat ja einen großen Sekundärmarkt, das heißt, du kannst einzelne Karten kaufen für viel Geld, die dann auch im Wert steigen, weil wie bei Yu-Gi-Oh! Anfrage und Nachfrage und ich wollte Nachfrage und Demand sagen, Angebot und Nachfrage. Und da gibt es 5 Karten, die so viel gespielt wurden in einem Format Commander, ja, wo man 100 Karten hat, jede Karte nur einmal, das beliebteste Format eigentlich. Und besonders 3 davon waren sehr kritisch, weil das so Fast-Mana-Karten waren, die du quasi am Anfang hinlegst und dann ganz schnell einen Ressourcenvorteil bekommst. Ist echt cringe. So. Ja. Und dementsprechend, weil die überall gespielt wurden und gleichzeitig auch nicht so viel verfügbar waren, weil die noch nicht so geprintet wurden oder geht jetzt zu weit, auf einer Liste stehen, waren die sehr teuer. Mhm. Und Leute haben die sich halt trotzdem für ihr Deck gekauft. Also eine von diesen, eine Mana Crypt zum Beispiel, war irgendwie bei $250. Mhm. Und die war halt bei vielen Leuten im Deck. Und dann hat das unabhängige Commander-Komitee hat gesagt, diese 5 Karten bannen wir jetzt, weil die einfach toxisch für das Format sind, weil die zu krass sind. Das und, machen die einfach. Das machen die, aber es ist halt zum Besseren des Formats. Nur diese ganzen Leute, die dann halt dieses Geld ausgegeben haben, sind dann gefickt. Ja, klar. Weil die natürlich im Preis steil nach unten gehen. Ach so. Und da sind viele Leute dabei, die sich vor kurzem gedacht haben, okay, cool, ich kaufe mir jetzt mal hier so eine Karte für $250 für mein Deck, um das zu pimpen. Und einen Tag später sind die dann nichts mehr wert. Verboten. Quasi. Mhm. Also bei der nicht ganz so Mana Crypt ist auch noch in anderen Formaten spielbar. Das Schlimmste ist quasi, ich weiß nicht, wie es heißt, irgendwie Commander Lotus oder so. Der macht 3 Mana, um deinen Commander zu spielen. Das kannst du quasi nur in diesem einen Format machen. Mhm. Und da ist es jetzt gebannt. So, und die war halt auch bei $80 oder so. Ja, schwierig. Mhm. Und die kostet jetzt basically nichts mehr. So. Und da gab es einen Outcry. Oh. Also verständlich ein bisschen, aber es wurden dann halt wieder, also es ist wieder das typische Ding. Was ist passiert? Was passiert bei Sachen? Das ist wieder erlaubt, oder? Nee, was passiert bei, wenn Leute sich aufregen, was passiert dann? Den Recht geben? Keine Ahnung. Nee, Todesdrohungen. Ah. Immer dieselbe Leier. Echt, lasst euch mal was Neues einfallen. Dieses Komitee wurde überschüttet mit Morddrohungen. Ja, hier, ich bringe euch um, weil meine Pappe ist nichts mehr wert. Ich habe das behandelt, als wäre das irgendwie hier eine Börsenspekulation und jetzt bin ich geknechtet, obwohl es nur Pappe ist. Ja, gut. Als Maul. Na gut, es ist viel Geld für manche Leute. Doch, doch. Ja, es ist viel Geld, aber es ist nicht todesdrohungenmäßig viel Geld. Das ist schon dumm. Also ich kann nachvollziehen, dass man wenn das blöd findet. Du musst das halt so, wie wenn du gambelst, musst du das behandeln wie, ich nehme dieses Geld jetzt für Entertainment ins Casino und nicht als Investment. Genau, ja. So, und die haben das aber halt, weil dieses MTG Finance ist ein großes Ding, die haben das halt als Investment verwendet. Und das ist halt nicht ganz das. Das kann natürlich passieren, dass du spekulierst und es steigt im Preis und du verkaufst dann wieder und so. Das kann alles sein. Aber du darfst da nicht mit dieser Erwartung rangehen. Anyways, dieses Komitee hat sich jetzt aufgelöst, weil die halt überschüttet wurden mit Morddrohungen. Aber es ist das Komitee von Magic quasi. Das ist nämlich das Ding. Das war ein unbezahltes, freiwilliges Komitee, was sehr, sehr gut war, weil dieser Schweinekonzern Hasbro, der Wizards of the Coast quasi in der Tasche hat, der über allem drüber steht, also die Hersteller sind Wizards of the Coast, die haben natürlich finanzielle Interessen. So, und wenn die diese Karten drucken und Geld drucken, die bezahlen 2 Cent, drucken eine Karte und Leute kaufen das für teuer Geld, dann haben die natürlich ein anderes Interesse an diesem Format. Dann hätten die diesen Bann nicht gemacht. Mhm. Aber der Bann an sich ist ja gut, weil das Format dadurch besser wird. Ja. So, und dieses unabhängige Format, die Komitee hat es jetzt aufgelöst wegen den scheiß Morddrohungen von diesen Hornochsen. Und das ist jetzt rübergewandert zu dieser Firma, die natürlich jetzt, so munkelt man, also die ersten Statements dazu waren schon so, ja, wir verstehen, dass das ein schwieriges Thema ist und wir versuchen, der Sache gerecht zu werden, bla bla. Aber trotzdem ist halt jetzt die Entscheidungshoheit über dieses Format beim Hersteller der Karten und das ist schon... Ich habe noch nicht ganz verstanden, also dieses Komitee war einfach nur von allen Spielerinnen und Spielern von Magic anerkannt. Das waren so 20 Leute, dieses Format hat halt sich nicht Wizards ausgedacht, die Hersteller, genau. Sondern es war so ein
So ein Community-Ding eigentlich. Also ein Kodex quasi. Wenn wir spielen, dann gelten genau, die Regeln von der Community. Genau, die machen die Bannliste und die haben einen Plan, die machen das seit 20 Jahren oder was weiß aber ich. Da können wir auch drauf scheißen, wir können ja auch einfach Tournaments das ausrichten. Ist die Rule Zero, ja, jeder kann seine eigenen Hausregeln machen, aber trotzdem, wenn man jetzt irgendwie, man kann es ja trotzdem dann in Läden spielen und die genau. Wenden sich dann alle an deren Bannliste. Es ist geil, wie ich die ganze Zeit links und rechts zeige, das heißt, damit ihr auch was habt von dem Video. Die seriösen Magic-Tournament machenden Leute, die gucken nach dem Komitee und richten sich nach den in Regeln. Es ja. ist so quasi Common Sense in der Community von, mhm. okay, jetzt bin ich drin. Und es gibt natürlich noch viele andere Formate und die hatten oft Probleme. Ja, da gab es ganz viele Sachen, Eldrazi Winter und so, da, wo dann Wizards nicht rechtzeitig eingeschritten ist oder jetzt diese, das Jüngste ist, das hatten wir auch berichtet, dieser, der eine Ring, den es einmal gab, der irgendwie über 3 Millionen oder so von Post Malone gekostet hat, der ist immer noch nicht gebannt. In diversen Formaten, wo der sehr, sehr toxisch ist. Wenn es doch eh nur einmal weil gibt. Die den. Nee, diese spezielle Version gab es einmal. Ach so. Aber die Karte gibt es natürlich oft. So, mhm. Und die bannen das nicht, weil die halt noch fließend Geld damit drucken. Ja, so. Klar, ja. Und wenn das irgendwie ein bisschen abebbt, dann kommt wahrscheinlich ein Bann in diversen Formaten von dem Ding. Mhm. Und rundum sehr witzig. Ich will es auch gar nicht jetzt zu lang wenn machen. Wenn die Firma. Ist für mich spannend. Ja. Wenn die Firma. Jetzt quasi, du hast gesagt, die haben das jetzt übernommen, die Rolle des Komitees. Ja. Kann ich die Community einfach sagen, fuck auf euch, holt einfach ein neues Komitee und hör nicht auf Mattel oder wie die heißen. Ja, Hasbro. Ja, Toys R Us. Weiß ich jetzt nicht. Also nach dem, was da passiert ist, will das vielleicht auch keiner mehr machen. Der nicht. Machen wir es einfach, oder? Wir machen es, okay. Einfach jetzt ausrufen, hier ist das neue Magic-Komitee, sitzt jetzt in Weimar. Ja. Das sind jetzt Robin, Tino und Kani ist nicht mehr dabei jetzt, aber wir machen das jetzt. Und ich würde an dieser Stelle als allererstes Sol Ring bannen wollen, weil okay. Das ist auch Fast Mana, der ist in jedem scheiß Deck drin, aber ich finde ihn nicht gut. Da hat jeder, der den zieht auf der Starthand hat erstmal einen Vorteil und ich finde es einfach dumm. Ich banne alle Karten, wo eine Spinne drauf ist. Okay. Für immer. Finde ich fair. Ja, danke. Gut, dann haben wir das mal abgearbeitet. Wollte ich mir mal von der Seele reden. Wie gesagt, dieser Bann ist vor 10 Tagen oder so gewesen. Diese Auflösung war jetzt diese Woche. Und ihr seht, Morddrohungen wirken. Das ist die Moral aus der Geschichte heute, genau. Oh Gott, oh Gott. Was auch wirkt, sind Fake News. Ich habe noch eine witzige Nachricht gefunden in der Abendzeitung München. Und zwar gibt es wohl ein weltweites Ranking an Accounts, die am häufigsten Falschinformationen auf Twitter verbreiten, die also korrigiert werden quasi. Und in der Top 200 kommt ein Deutscher vor. Es ist nicht die AfD, es ist Markus Söder von der CSU. Der wird also am allermeisten, der Ministerpräsident von Bayern, muss man dazu sagen, der wird von allen Deutschen am meisten korrigiert von Twitter oder von X, wie auch immer, wegen Fake Twitter. News. Das finde ich interessant. Ja, aber der tweetet ja auch so viel und er sagt dann solche Sachen wie Bayern hat die beste Bratwurst oder so. Genau. Weißt du? Das ist ja was ist ja Subjektives, ne? Aber auch diese ganze Lichtkraftanlagen dumm machen, so mit fadenscheinigen Gründen. Ich wusste, dass er viel Scheiße labert, aber dass er von den Deutschen am meisten das absetzt, da war ich schon überrascht. Ist er auf Platz 1 Elon oder Trump? Also, Elon wird ja nee, selber Trump auf seiner Liste ja, sein. Ach so, das ist ja aber ich glaube nicht, dass das eine offizielle Twitter-Umfrage ist, oder? Weiß ich nicht genau. Ich habe jetzt keine Quelle. Aber wenn ich jetzt schon den Namen in den Mund genommen habe von dem Big Bad Guy Trump, dann gehen wir doch da ganz kurz mal hin. Ja. Denn in den Staaten gab es wieder so ein Hurricane-Scheiß und Überflutungen und Leute sind gestorben und alle tot. Und Trump ist da natürlich hingegangen zu so einer... Ja, der hat das so als Prop verwendet wieder, um eine Pressemitteilung zu machen. Und ja, ich helfe euch allen. Und die haben sich dafür die Zeit genommen. Hm. Also die stehen da mitten, ihr müsst es euch vorstellen. Ja, so da ist eine Stadt, die steht in Trümmern. Hm. Fluten durch, Leute sind gestorben. Da gibt es auch so ein ganz virales Foto. Da hat eine Frau ihre Großeltern, glaube ich, fotografiert, wie sie auf dem Dach sitzen. Das ist das letzte Foto von denen. Sie hat überlebt, aber das Dach ist eingestürzt und die Großeltern und ich glaube auch ihr sechsjähriges Kind oder so sind von Fluten mitgerissen worden. Scheiße. Also echt insane Tragödie. Viele Leute gestorben und so weiter. Und er steht da und sagt so, yo, ich mache hier mein Ding. Ich helfe euch, ich bin cool. Und sie haben sich vorher die Zeit genommen, um aus den Trümmern der Stadt, ja, also so, ja, also... Eine Kulisse zu bauen. So, ich würde sagen, 4 Meter breit, 1 Meter hoch, so eine Mauer errichtet, um, warum auch immer. Also da stehen so 10 Leute, 8 Leute,
an so einem Pult und vor dem Pult ist so eine Mauer einfach gebaut. Ja? Hier, ich kann es natürlich wieder in die Kamera halten. Es ist so geil. Und das Schlimmste daran ist, das ist nicht mal Fugenbau. Oh nein. Die haben die Steine einfach, hier sieht man es, guck mal, die haben die einfach so übereinander gestapelt und nicht so versetzt, wie man halt Fugenbau macht. Ach, wenn sie macht, so eine Mauer hält. Bauen, dann ist es doch super, dann ist es doch einfach wieder einzustürzen von den Leuten. Aber überleg dir das mal, die gehen dahin, die Stadt in Schutt und Asche, ja. Mhm. Und dann, ja, jetzt müssen wir aber erstmal so eine kleine Mauer aus den Trümmern bauen. Ja, das sind die Details halt, ne, die ihnen halt verraten und zeigen, dass es sich halt ein Scheiß juckt um die Leute dort. Ich habe noch ein Video gesehen, wie er behauptet in den TV-Kameras, dass Joe Biden irgendwie keine Zeit gehabt hätte für irgendwelche Hilfe. Er hätte sich noch gar nicht gemeldet bei den Leuten vor Ort und er wäre auch schwer zu erreichen für die Menschen, die da sind, wenn alle sehr enttäuscht. Danach gab es so einen Cut von einem, weiß nicht, was ein Feuerwehrchef war, der meinte, das erste, was passiert ist, was Joe Biden uns angerufen hat, ob wir irgendwelche Hilfe brauchen und das war ein Feuerwehrschwein, der lügt nur. Wahrscheinlich. Mhm. Und er war sofort da und so und dann meinte auch dann Biden selber am nächsten Tag bei der Pressekonferenz oder bei irgendeinem Interview, dass halt Trump einfach gelogen hat. Er hat sofort angerufen, als was passiert ist und ja, das war wieder sehr offensichtliche Strategie, dass einfach gelogen worden ist. Und es war nicht das Einzige. Es gab wohl noch eine Situation mit einem Duell zwischen den beiden Vizekandidaten, sind ja zwei Männer. Und da gab es wohl einen Moment, ich habe aber nicht finden können online, nur nachgelesen. Frag doch mich, ich habe es doch live verfolgt. Dass wohl er wieder Scheiß erzählt hat, der Vance heißt der. Ja. Und da wurde er gefact-checkt. Wie die Schuhe, nur anders. Achso, von der Moderatorin gefact-checkt. Und dann meinte er irgendwie, wir haben besprochen, dass wir keinen Faktencheck machen. Ja, the rules were, you weren't not gonna fact-check. Und das finde ich doch schon total, also das ist doch schon so offensichtlich, oder? Ja. Da hast du schon verloren, wenn du das sagst, aber ich sag mal, rein optisch, auch mal Performance-Ebene, hat er das Duell für sich gewinnen können, bin ich mir ziemlich sicher. Der ist halt so ein richtig schmieriger Salesman, ja, mit seinem typischen Salesman-Sprech halt so. Und der andere ist mehr so ein lieber Onkel, aber der war halt auf jeden Fall nervös. Also Tim Walz ist der andere. Ja. Und er hat vorher schon gesagt, debattieren ist jetzt nicht so seins. Also auf einer Optikebene hat der andere auf jeden Fall gewonnen. Mhm. Aber im Inhalt ist es natürlich ganz schwach gewesen. Und er hat sehr, sehr viel gelogen und macht es halt sehr viel besser als Trump. Das ist auch ja immer so eine kleine Gefahr. Was, wenn die jetzt auch tauschen kurz vor der Wahl? Das wird nicht passieren. Das wäre krass. Genau, und der schlimmste Moment eigentlich neben diesem, was du jetzt gesagt hast, war, dass Tim Walz ihn direkt gefragt hat, wer 2020 gewonnen hat, und da ist er auch wieder ausgewichen. Da hat er gesagt, ich lebe nicht in der Vergangenheit, wir müssen jetzt in die Zukunft gucken. Das ist die perfekte, also weil... Ja, da hat Walz ist ausgewichen. Oder nein, Vance? Nein, Walz hat Vance gefragt. Ah, okay. Und das große Ding ist ja, dass Trump nicht zugibt, dass er verloren hat. Ach so, stimmt. Und der hat das jetzt auch nicht getan. Und das war auch für viele Leute hinterher der Dealbreaker, die so on the fence waren. Wie kann man on the fence sein? Egal. Noch eine kleine Sache. Trump hat jetzt sein zweites Purple Heart gewonnen. Das ist doch sehr schön. Ein Typ in Michigan hat ihm, also ein Veteran hat ihm diese Auszeichnung verliehen. Aber halt seine eigene nicht. Der kann die ja nicht verleihen, weil das macht der Staat. Also auch ausleihen kann er das mal machen. Verleihen. Nee, der verschenkt es. So. Ah, ja. Und das Purple Heart kriegen halt Leute, die im Krieg verletzt wurden. Also wie Trump quasi. Genau. Ja. Im Krieg der Politik. Trump ist ja ein Draft-Dodger, der war ja gar nicht, der hat kein Militär. Aber wurde ja angeschossen, so doch. Naja, weiß ich jetzt nicht. Ja, ist schon das zweite Mal, dass das jetzt passiert ist, da gibt es auch einen großen Outrage. Aber lass uns doch zu den netten Präsidenten kommen, nämlich Jimmy Carter ist 100 geworden. Ja, ich habe noch was zu Trump und noch zwei Sachen. Alter, du bist richtig Fanboy geworden. Ja, natürlich, ist ja auch spannend. Er hat auch wieder aufgrund von Faktenchecks jetzt nochmal bestätigt, er wird keine Debatte nochmal machen mit Kamala Harris. Ja, der dieses 60-Minute-Interview hat er abgesagt. Genau, wegen Faktencheck. Und es gab wohl noch einen, naja, er nennt es Scherz im Nachhinein, aber er hat wohl eine Art von Purge vorgeschlagen. Ja. Ich weiß gar nicht jetzt, in welchem Kontext er sagte. Er hat gesagt, dass das ganz schlimm ist mit den Leuten und die Polizei müsste nur einen Tag haben, wo sie richtig rough, und ich meine wirklich rough, gegen diese Leute vorgehen können. Also umgedrehte Purge quasi, nicht die Menschen machen, was sie wollen, sondern ja, die Bullen machen, was sie wollen. Das heißt, eine Art Kriminalitätstag einführen, wo die Polizei Gewalt anwenden darf, ohne sich rechtfertigen zu müssen. Und das gab auch einen kleinen Aufschrei, aber irgendwie hat es dann als Scherz abgetan und so. Und es ist halt seit Jahren die Strategie,
irgendwas Krasses zu sagen und das wird dann aber vom nächsten Krassen schon wieder überschattet. Weißt du, das ist dann auch schon wieder vergessen, weil der nächste Outrage ist. Jimmy Carter ist 100 geworden. Herzlichen Glückwunsch. Der lebt noch. Der wird rumgeschoben in so einem kleinen, der lebt, glaube ich, nur noch, um gegen Trump zu voten. Das ist gut. Und dann haben wir hier noch mal ein bisschen was Lokales. Was ist denn in Essen passiert? Brände in Essen wegen Trennung der Ehefrau gelegt. Guck mal, dieses Foto ist viral gegangen, weil da so eine Mutti auf dem Fenstersims, auf dem Dachsims so knapp, ganz knapp noch so ihr Kind rettet, so nach unten lässt. Mhm. Und Leute können ihre Kinder entgegennehmen. Da ist noch ein zweites Kind, was so aus dem Fenster guckt. Und in Essen hat jemand irgendwie 4 Häuser oder so angezündet. 31 Personen wurden verletzt. In dem Fall heißt verletzt natürlich auch sowas wie Rauch einatmen. Ne? Mhm. Aber 31 Leute ist eine stattliche Zahl. Und Essen. Na, der kriegt auf jeden Fall eine fette Strafe hoffentlich, der Essener. Mhm. Der wird jetzt hier mit dem Feuerwehrschlauch abgespritzt. Es gab eine ähnliche, also wir waren wieder kurz vor einer Katastrophe in Deutschland, nämlich wurde in Hamburg wurden 2 Verdachtsfälle des Marburg-Virus festgemacht. Denn 2 Personen, die wohl ärztliches Personal sind, waren zuvor in Afrika und haben dann Krankenhäusern ausgeholfen. Und als sie wieder in Deutschland waren und saßen im ICE, hatten sie auf einmal ganz komische Symptome und Verdacht auf das Marburg-Virus. Es ist echt schlimm, tödlich, es ist richtig scheiße. Da mussten die extra in ICE anhalten, dann wurden erstmal ins Krankenhaus eingeliefert und wurden erstmal isoliert und so. Und aber es kam raus nach einem Tag, dass es nicht so ist, sie haben kein Marburg-Virus. Aber das wäre auf jeden Fall ein riesiges Ding gewesen, wenn wir in Europa den Marburg-Virus hätten. Ja, aber bei so einer hohen Tödlichkeit, da verbreitet sich das doch nicht. Alles gut. Ach, Pandemien, das gibt's doch gar nicht mehr. Wurde abgeschafft. Was ist denn mit dem Iran los, Tino? Du bist doch da ganz dicht an der Quelle. Nee, bin ich nicht. Was ist denn los? Da sind Raketen geflogen ohne Ende. Okay, lass mal, das ist okay. Das ist auch klar. Also das ist doch reden wir nicht weiter drüber. Das ist halt total scheiße. Und ich steige auch nicht mehr so richtig durch. Und es ist eskaliert immer weiter. Die sollen da einfach im Middle East, die sollen da einfach machen, was sie wollen. Es ist einfach nur ermüdend. Ich finde dieses Thema total anstrengend. Ich finde es unübersichtlich. Und ich habe mich bewusst nicht befasst mit dem Thema die Woche, muss ich zugeben. Das ist alles Teil des Plans, ne? Da ist dir dann irgendwann egal, wenn die ganzen Palästinenser, Krankenhäuser und Kinderstätten weggebombt werden. Es ist nicht egal, aber es ist halt irgendwie, seitdem ich irgendwie auf der Welt bin, gibt es halt irgendwie im Iran Shepherds ständig, im Israel ständig und so. Es ist alles so, da unten ist immer Bombenstimmung, kann man sagen, weißt du? Wie in deinem tollen Song so. Aber weiß nicht. Ich habe mich die Woche nicht mit befasst. Na gut, jetzt sind wir aber fast mit der Zeit durch. Ich will jetzt hier noch ein Fass aufmachen, denn ich hätte hier noch was Kleines Interessantes, was bestimmt zu einer Diskussion geführt hätte. Komm, ich erwähne es zumindest. Kevin Kühnert hat gesagt, ich werde nicht aus taktischen Gründen schweigen und hat dann gesagt, dass er in seinem Berliner Bezirk besonders von muslimisch hintergründigen Leuten homophobe Sprüche zu hören bekommt. Ist ein Problem, na klar. Ja. Ich wusste gar nicht, dass der gay ist. Tatsächlich habe ich das so erfahren. Das. Und scheinbar wissen diese Leute das alle, weil wieso haben die sonst so ein Gay da oder was? Das ist bekannt bei ihnen. Und hat dann gleichzeitig sich an Cem Özdemir gewandt, der irgendwie auch vor kurzem erst gesagt hat, dass seine Tochter vermehrt von dies Art religiösem Hintergrund sexualisiert und angegangen wird. So seine Beobachtungen. Ja, es ist ja ein Problem, was bekannt ist und auch keiner wegleugnet. Naja! Es gibt auch Tinos, die sagen würden, verallgemeiner doch jetzt mal nicht. Und das ist doch anekdotische Evidenz, was du hier für Scheiße erzählst. Ja, es ist auch richtig so, dass es muslimische Menschen gibt, die natürlich sexuelle Übergriffe begehen, die homophob sind, die das auch offen ausleben und Leute beleidigen, anpöbeln und auch ausschlagen. Das ist ja bekannt. Aber es geht ja darum, dass man trotzdem die Religionsfreiheit bewahren will, dass man trotzdem sagen will, dass nicht jeder Muslime so ist. Das ist eine riesige Gabelader. Ich will den Leuten noch mal kurz was geben, die ja wenigstens das Video angucken. Also die Ravioli-Dose würde ich gerne mal sehen, die du damit bedienst. Ja. Nee, also es ist ein Thema, was man jetzt nicht in einer Sekunde abhaken kann, aber es ist auf jeden Fall ein Problem. Das kenne ich aus meiner Queer-Beratung auch, die ich damals gemacht habe, dass muslimische Personen durchaus dazu neigen auch, also nicht alle, aber das ist schon ein Ding auch, die homophob sind, na klar. Mhm.
Na gut. Also ich kenne sehr viele, die das nicht sind. Ich habe auch in meinem Freundeskreis so drei bis vier strenge Muslime und die sind das Gegenteil davon. Die würden nie jemanden verurteilen, der irgendwie schwul oder trans irgendwas ist. Ist eben wie immer nicht jeder. Na gut. Wie immer. Was geben wir denn dieser Woche? Also ich finde, der Tod von Kani ist auf jeden Fall etwas, was mich hier, was die Bewertung 100% hochschießen lässt, mindestens. Verdoppeln lässt. Mindestens. Also ich bin eigentlich dreistellig, muss ich sagen. Dreistellig. Ja, also nicht so. Nee, nicht so richtig, ne? Also es gibt noch groß hier, Jack Smith hat so ein Ding veröffentlicht über Trumps, machen wir ein andermal. Es wird vielleicht wieder keine Konsequenzen, aber eigentlich ist es eine krasse Sache. Nee, aber ich muss sagen, dieses Video von dem Typen, der die Taylor Swift-Gitarre zerschlägt, ging schon sehr viral. Ja, das witzig. Das würde ich als viralen Hitler der Woche bezeichnen, so ein bisschen. Also auch nicht so richtig, aber jetzt so in die Richtung. Ja, Brand in Essen, dies, das. Gäb's ein Marburg-Virus, ja, in Hamburg, hätte ich gesagt, hier aber sowas von, aber so ist es eher so am Köcheln. Auch die Pedidi-Geschichte ist eher am Köcheln. Aber sobald der Prozess irgendwie läuft oder er ermordet worden ist, ja, gut. Dann gibt es auf jeden Fall einen neuen. Ja. 10 vielleicht. Aber nicht ganz. So bin ich wirklich gerade mal bei einer 4 oder so, würde ich sagen. Peter Zwege hat. Und ich will dazu sagen, auch das, weil ich gesagt habe, so mit dem Iran, das hat mich die Woche nicht interessiert. Ich bin natürlich an dem Thema voll interessiert und ich finde das Thema auch voll wichtig und so. Und das Menschensterben ist kacke. Aber mich frustriert dieses Thema einfach aktuell, auch weil in meinem Freundeskreis viel darüber diskutiert wird und auch die Lager sehr krass sind. Also dieses Anti-Israel und Anti-Palästina und so. Das ist für mich einfach persönlich gerade ein sehr schwieriges Thema. Sind die Lager in deinem Freundeskreis schlimmer oder die im Gazastreifen? Die sind alle schlimm. Ich würde sagen, gleich schlimm. Ja, 4 von mir aus, ja. Okay. Gehen wir auf eine 4. Gehen wir auf eine 4. Guck mal in die Playlist, ob da Blue Orchid vielleicht sogar schon drin ist. Ansonsten müssen wir halt... Da ist schon die ganze Diskografie von Kari Kari drin. Blue Orchid ist ja von Stripes. Ah. Ist ja mein erster richtiger Stripes-Song, den ich gehört habe. Nein, Blue ist nicht drin. Blue Orchid. Aha, na dann nehmen wir den. Also sieht zumindest Yummy aus. Kannst du selber reinmachen, wenn du willst. Aber ich mag also, den Song gar nicht. Warte, Blue... Orchid. Ich buchstabiere ja, Ohr. Okay, hab's schon. Ja. Zu Playlisten hinzufügen, Brennholz unter Musik bei Spotify. Blaue Orchidee. Könnt ihr gerne... Oh Gott, oh Gott. Ich habe einen Song in die Playlist und zwar... habe ich den Song Who Can It Be Now von Men at Work. Den tue ich, der ist ein 80er-Klassiker-Hit, den habe ich jetzt beim Karaoke gehört, zufällig. Ist ein Banger. Haben zwei Bekannte von mir gesungen bei einer Karaoke-Party, bei einer privaten. Und Men at Work, geile Band. Who Can It Be Now hat so ein ikonisches Saxophon- Solo, ach, Fischauge hast du sogar eingestellt. Nee, aber ich habe gerade festgestellt, ich habe gar nicht auf Aufnahme gedrückt. Ich war gerade so, Moment, warte mal. Und ich sehe so gut aus heute. Und wir haben so viele Sachen, warte, hier zumindest die letzte Minute. Hallo. Wir haben so viele gute Sachen auch in die Kamera gehalten. Ne? Warte, das müssen wir jetzt schnell nachholen nochmal. Och nee. Nee, nur die Sachen reinhalten. Was haben wir denn gezeigt? Okay. Ich habe hier, guck, hier ist Eminem. So. Wir können abschalten, die jetzt nur zuhören. Ja. Abschalten, das kommt nicht mehr vor. Hier ist Eminem. Und hier ist Trump mit seiner Mauer. Richtig schön. Da ist der Affe von Robbie Williams, der ihn spielen wird. Und natürlich hier Kani noch vor dem Goethe-Schiller-Denkmal, da wo er hingehört. Ja, Kani, einfach wunderschön. Ja. Und hier haben wir Essen mit Rettung. Richtig gut. Das war toll. Du willst jetzt einfach das Video nehmen und einfach lang strecken, weißt ja. du? Ganz langsam machen. Besser ist es. Wir machen so ein Foto. Und da schreibe ich dann hin, leider haben wir Aufnahme verkackt und erst am Ende gemerkt und dann ist eine runde Sache. Bin ich einmal schick zu dir gekommen, weißt du? Ja, machen wir das nächste Mal noch besser. Scheiße, Alter. Wir hatten noch Special letzte Woche eigentlich gehabt, ne? Oder war nicht eine runde Ausgabe? Ja, aber wir haben ja auch Video-Special gemacht. Stimmt, das machen wir jetzt immer, ne? Machen jetzt immer ein Special für euch. Jetzt sterbe ich, jetzt müssen wir Schluss machen. Okay, bis zum nächsten Mal. Wascht euch, Leute. Tschüss. Tschüss.